2 dicke Freunde. Geschrieben von Chris Bormel und abgeändert im Rahmen des Seminars Kinderhörspiele an der Universität Kassel unter der Leitung von Bruno Franceschini. Es war einmal ein kleiner Zug. Ein kleiner Zug mit einer roten Lokomotive und drei kleinen Wagen. Rosa, gelb und hellblau. Der kleine Zug fuhr jeden Tag vom Haus des Lokführers bis in die Stadt und wieder zurück. Manchmal gab es viele Fahrgäste und manchmal nicht. So genau wusste man das nie. Aber eines Morgens spürte der Lokführer in den großen Zehen ein Kribbeln. Da wusste er: Heute kommt etwas Großes auf mich zu. Und so kam es auch. Morgen! Heute ist ein schöner Tag, um in die Stadt zu fahren, nicht wahr? Sagte sie und stieg in den rosaroten Wagen. Du meine Güte! Dachte der Lokführer. Ist die aber groß? Da passt die doch nicht rein. Aber sie passte. Bald hielt der Zug am Waldbahnhof. Dort wartete Herr Bär mit seiner Einkaufstasche. Guten Morgen, Herr Lokführer. Guten Morgen, Frau Walras. Ist heute nicht ein schöner Tag, um in die Stadt zu fahren? Sagte er und stieg in den gelben Wagen. Auweia! Dachte der Lokführer. Ist der aber riesig. Da passt er sicher nicht rein. Aber er passte. Station war mitten im Dschungel. Dort wartete mit ihrer Einkaufstasche schon Frau Elefant. Hallo allerseits. Sie stieg einfach in den blauen Wagen. Oh Schreck, dachte der Lokführer. Da passt die nie rein. Aber sie passte. Mein armer kleiner Zug, der schafft es nie in die Stadt. Aber er schaffte es. Kaum war der Zug angekommen, stiegen alle drei aus und gingen einkaufen. Bitte, bitte, kauft nicht so viel ein. Aber genau das taten sie. Frau Walras ging zum Fischhändler Herr Otter. Herr Bär ging zum Bäcker Frau Huhn und zum Imker. Frau Elefant ging zum Obsthändler Herrn Affe. Guten Morgen, Frau Walras. Moin, moin. Schön, Sie zu sehen. Was darf es denn sein? Lassen Sie mal sehen. Was haben Sie denn Schönes? Sardinen. Ja, Sardinen. Ich hätte gerne 600 Sardinen. Oh, das ist doch erfreulich. Sie machen wohl den Wocheneinkauf. Kommt sofort. Herr Bär ging zum Bäcker. Einen schönen guten Morgen, natürlich. Morgen, Herr Bär. Womit darf ich Ihnen dienen? Ich würde gerne meine Vorbestellung abholen. Sie wissen schon, meine Frau hat vor 3 Tagen angerufen. Stimmt, klar. Wunderbar. Also, lassen Sie mal sehen. Das waren 4 weiße Brote, 5 lange Brote und 6 dunkle Brote. Richtig? Ganz genau. Vielen Dank.
Und dann ging Herr Bär zum Stand nebenan und kaufte 5 große Gläser Honig. Frau Elefant ging hingegen zum Obsthändler Herrn Affe. Frau Elefant, Sie hier? Meine Lieblingskundin, was für eine Ehre. Sie sehen wie immer fantastisch aus. Ach, Sie Charmeur. Ich freue mich auch, Sie zu sehen. Wie geht's der Familie? Denen geht's super. Danke der Nachfrage. Was kann ich Ihnen denn Gutes tun? Ich hätte gerne 17 Äpfel, 28 Orangen, 19 Birnen, 42 Bananen, 6 Melonen, Trauben, Feigen, Datteln und noch den größten Kürbis, den Sie haben. Herr Affe packte alles ein, bedankte sich und reichte alles Frau Elefant. Dankeschön und noch eine schöne Woche. Als der Lokführer die 3 zurückkommen sah, erschrak er und rief: Oh nein! Wie soll das denn gehen? Die Früchte, die Brote und der Honig und dann noch die Fische. Nein, das passt niemals in meinen kleinen Zug. Aber es passte. Na, so viel ist das doch gar nicht. Ist doch kein Gewicht. Das wird schon gut gehen, solange wir alles richtig festhalten. Ja, vielleicht wäre auch alles gut gegangen. Aber in dem Augenblick krabbelte eine Biene in den Rüssel von Frau Elefant. Ja, wenn Frau Elefant nur nicht hätte niesen müssen. Aber sie musste einfach. Alle Einkäufe flogen kreuz und quer durch die Luft. Sogar der Zug wurde durch den enormen Windstoß aus den Gleisen gehoben. Und so fanden sich alle 4 verdutzt auf dem Boden wieder. Ich hab's euch doch gesagt! Au. Ist jemand verletzt? Geht's allen gut? Oh je. Herr Bär rappelte sich auf und sagte: Mir geht's gut. Wie schaut's bei euch aus? Keinen einzigen Kratzer. Alles im grünen Bereich. Was machen wir denn jetzt? Die 3 schauten sich um und schauten sich an. Um sie herum lagen die Einkäufe wild in der Gegend verstreut. Wir könnten ein Picknick machen. Hervorragende Idee. Aber das ist viel zu viel für uns. Wir müssten mehr Freunde sein. Dann rufen wir eben unsere Familien herbei. Und das machten sie. Frau Elefant atmete tief ein, streckte ihren Rüssel aus und trompetete los. Herr Bär pfiff, so laut er konnte. Und Frau Walross klatschte mit den Flossen. War das ein Krach? Das machte so viel Lärm, dass sich der Lokführer die Ohren zuhalten musste. Doch plötzlich hörten alle 3 auf und horchten in die Ferne. Von ganz weit weg hörte man ein Geräusch, als würden große, schwere Tiere daherstampfen. Richtig, von überall her kamen Walrosse, Elefanten und Bären zum Bahngleise. Picknick für alle! Trompetete Frau Elefant. Oh ja, lecker! Sieht super aus! Sieht das lecker aus! Mahlzeit! Guten Appetit! Frische Fische! Lecker! Fröhliches Futter! Kräftig Zucker, bitte! Das taten alle gleich. Das größte Picknick der Welt begann.
Ein Festessen für dicke Freunde. Es gab genug für alle. Bananenbrot, mein Leibgericht. Apfelkuchen, besser geht's nicht. Lecker. Bananenbrot, juhu. Hey, lass mir noch was übrig. Isst du das noch? Sardinen, wie eklig. Nur der Lokführer war unglücklich. Und was ist mit meinem Zug? Rief er verzweifelt. Das ist gar kein Problem, sagte Frau Walross und stemmte den rosaroten Wagen hoch. Herr Walross und die Kinder halfen mit. Es kommt nur darauf an, dass man richtig zupackt, meinte Frau Elefant. Sie packte den blauen Wagen mit ihrem Rüssel und schon halfen viele Rüssel mit. Der Lokführer war aber immer noch unglücklich. Er dachte nämlich, alle wollten jetzt zusammen einsteigen. Bitte einsteigen, der Zug fährt gleich los. Aber das wollten sie nicht. Sie hatten dicke, volle Bäuche und legten sich hin, wo sie gerade standen. Der Zug war gar nicht so voll, als er endlich heimwärts fuhr. War das ein Tag? Heute Nacht kann ich sicher gut schlafen. Und das tat er auch. Das war 3 dicke Freunde, eine Produktion des Seminars Kinderhörspiele an der Universität Kassel im Wintersemester 2020/21. Mitgewirkt haben Anna Schamakowski, Anna-Lena Rost, Anouk Plaha, Caroline Kreuzer, Janis Röse, Johanna Rischke, Justin Papi, Maximilian Plettenberg, Marian Linke, Patrick Stark, Pauline Burmeister, Stefanie John, Martin